Und jetzt? Zwischen Elend und Eigennutz. Bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires mit rund 4000 Sportlern will das IOC so viel Glanz wie möglich verbreiten. Doch der Preis dafür ist wieder mal sehr hoch. Buenos Aires dieser Tage. Die Olympischen Jugendspiele sind unfassbar weit weg. Hier in der Villa Vente, einem der Elendsviertel der Stadt. Der Sieg, der hier zählt, ist der, genug Gelegenheitsjobs zu haben. Oder Strom illegal abzuzapfen, ohne Ärger zu bekommen. Spitze ist man hier nur bei Kindersterblichkeit und Tuberkulosefällen. Für uns ist es hier heute sicher. Marcos ist dabei. Er ist hier geboren. Wir sind hier rund 30.000 Menschen, aber wir haben keine vernünftige Versorgung mit Wasser und Gas und keine Kanalisation. Die Olympischen Jugendspiele sind unfassbar weit weg. Ganze 500 Meter, um genau zu sein. Dazwischen eine Reihe neu gebauter Häuser mit frischem Anstrich. So bleibt den Athleten im olympischen Dorf der Anblick des Elendsviertels erspart. Dabei soll vor allem das nach offizieller Lesart von den Spielen profitieren. Die Athleten sind durch Stacheldraht und Polizei geschützt. Sie bekommen wenig mit von den gebrochenen Versprechungen von Kostenexplosionen und Eigennutz. Von dem, was so Olympia-typisch geworden ist. So klang der heutige Staatspräsident kurz nach dem Zuschlag vor 5 Jahren. In Buenos Aires müssen wir so gut wie keine Investition tätigen, denn wir haben alles, die Stadien und Hallen, die es braucht. Das Einzige, was wir bauen müssen, ist das Olympische Dorf. Und daraus werden dann Sozialwohnungen zur Entwicklung des Südens der Stadt. Keine neuen Hallen, aber Sozialwohnungen. Klingt gut, gerade hier im ärmsten Teil der Stadt. Ernesto Rodriguez aber sagt, schon beim Bau dieses Dorfes sind Unmengen verschwendet worden. Eigentlich ist er Olympia-Fan. Dann begann er, die Kosten zu recherchieren. Bei der Grundsteinlegung im Februar 2016 wurde angekündigt, dass das Ganze 2 Milliarden Pesos kosten würde. Nach 1,5 Jahren hat man den Bau aus Kostengründen gestoppt, obwohl noch 160 Wohnungen fehlten. Und trotzdem lagen die Ausgaben da bereits bei 3,4 Milliarden Pesos. In einem Land, dem der wirtschaftliche Zusammenbruch droht. Die Kaufkraft des Peso sank zuletzt fast täglich, die Inflationsrate heute 45%. Der Internationale Währungsfonds pumpt 50 Milliarden US-Dollar in das Land, diktiert dafür seine Bedingungen. Was das Leben der Menschen noch schwieriger macht als ohnehin. Sagt Andrea Conde. Sie sitzt im Stadtparlament und weiß, es fehlt hier an allen Ecken und Enden. Der Rettungsdienst für medizinische Notfälle etwa hat hier im ganzen Jahr so viel Geld, wie an einem Tag bei den Olympischen Jugendspielen ausgegeben wird. Oder das Thema Gewalt gegen Frauen, das hier sehr aktuell ist. In Argentinien stirbt alle 30 Stunden eine Frau durch Gewalt. Die zuständige Abteilung in der Stadt hat einen Jahresetat, der hier in 5 Stunden der Spiele ausgegeben wird. Für BMX, Breakdance, Klettern und Dreierbasketball. Die Jugendspiele waren mal angetreten als bescheidenes Pendant zu den großen Spielen, die zu oft in der Kritik standen. Und um solche jungen, hippen, urbanen Bilder zu liefern. Attribute, mit denen das IOC sonst nur selten punkten kann. Dessen Mitglieder auch eher selten an den Sportstätten zu sehen sind. Man trifft sich im Hotelviertel. Wir fragen, was das IOC zu den Kosten der Spiele sagt und erhalten eine bemerkenswerte Antwort. Die letzte Information, die wir haben, ist, dass das Budget, also das endgültige, 40% günstiger sein wird. Wie das genau passiert ist, da müssen Sie die Organisatoren fragen. Ich kenne diese Details nicht. Tut mir leid.
Die Details. Angekündigt war fast keine Neubauten. Auch das überzeugte das IOC. Tatsächlich finden heute 30 von 34 geplanten Disziplinen nicht dort statt, wo vorgesehen. Die meisten in neuen Hallen und Stadien. 126 Millionen Dollar waren mal für Infrastruktur und Athletendorf veranschlagt. Es wurden mindestens 435. Das bestätigt die Stadt. Auch die Durchführung wurde teurer. Geplant waren 105 Millionen Dollar. Es sind jetzt 210, mindestens. Die Organisatoren bestreiten die Zahlen nicht, sagen trotzdem, 40% hätte man gespart, weil das Land in der Finanzkrise ist, die eigene Währung gerade verfällt. Die Mehrkosten bleiben fast komplett am Steuerzahler hängen, wie bei Ernesto Rodriguez. Eigentlich wollten wir ihn auf einer Pressekonferenz wieder treffen, da aber wurde er ausgesperrt. Ihn wundert das Gebaren der Organisatoren und des IOC nicht. Thomas Bach wird es dem Organisationschef Wertheim zweifellos durchgehen lassen, dass es hier den einen oder anderen Fehler bei den Zahlen gibt. Hunderte Millionen Dollar, das ist für das IOC ein Klacks. Und schließlich ist dieser Gerardo Wertheim im IOC das Sprachrohr von Thomas Bach. Gerardo Wertheim gibt sich volksnah. Er ist der Organisator der Spiele, ein Bach-Freund und im IOC eine wichtige Figur. Wie auch in Argentinien. Das Vermögen des familieneigenen Firmenimperiums wird mit 2,7 Milliarden Dollar angegeben. Aus Land- und Viehwirtschaft, Versicherungen, Energie, Bau. Für seine Spiele scheint es größere Pläne zu geben als nur sportliche. Es geht etwa um das nationale Leistungssportzentrum Senar genannt. Wertheim lobbyiert seit Jahren dafür, dass es umzieht. Das soll nun passieren, denn jetzt gibt es neue Sportstätten, dank der Jugendspiele. Das Leistungssportzentrum ist im Herzen der Stadt. Das ist wertvolles Land, das vielleicht in der Zukunft andere Verwendung findet. Das ganze Projekt ist für die Stadt sehr praktisch. Auch für ihn selbst? Fakt ist, die wohl frei werdenden 11 Hektar liegen in einem der teuersten Viertel der Stadt. Da, wo Wertheims Familienunternehmen bereits mehrere Hochhäuser gebaut hat. Wertheim dementiert uns gegenüber sein Interesse an dem Land nicht, antwortet nur, er wisse nicht, ob es verkauft werde. Der nächste Tag. Auf dem Weg zum Treffen mit einem, der auch von den Spielen profitiert, dem Bürgermeister. Am Rande eines Termins mit dem mexikanischen Fernsehen. Wir wollen über die Aufträge für die Jugendspiele reden. Die wurden oft teurer vergeben als ausgeschrieben. Und viele der Ausschreibungen wurden von Firmen gewonnen, die Millionen in die Wahlkampagne der Partei gesteckt haben. Wie kommentieren Sie das? Zunächst ist zu sagen, dass hier nie etwas in Frage gestellt worden ist. Wir haben Dutzende von Ausschreibungen gemacht und es hat überhaupt kein Problem gegeben. Überhaupt keine Zweifel, keine Anzeigen, nichts. Man kann das alles überprüfen. Es ist völlig transparent. Vielen Dank. Solche Ausschreibungen sind maßgeschneidert. Es gibt jeweils nur ein Unternehmen, das so eine Ausschreibung gewinnen kann, weil die Bedingungen für den Zuschlag so formuliert sind, dass sie nur auf ein Unternehmen passen. Und das sind meistens Unternehmen, die die Wahlkampagne der Regierung unterstützt haben. Das IOC um Präsident Thomas Bach prägt derweil in Buenos Aires einen neuen Begriff, den der No-Cost-Olympics, der kostenlosen Spiele. Kronzeugen für dieses absurde Theater jene IOC-Mitglieder, die die Finanzen der Spiele nun ja kontrollieren sollen. Ling Wei Li für die Jugendspiele etwa. Was weiß sie über die Auftragsvergabe hier? Ist Ihnen bekannt, dass viele Firmen, die Ausschreibungen für die Spiele gewonnen haben, mit der Regierung verbandelt sind? Das habe ich noch nie gehört. Vielleicht finden Sie das ja raus. Danke. Das IOC weiß das also nicht? Ich weiß das nicht. Ich danke Ihnen. Zum Schluss der Reise noch einmal in der Villa Vente. Ein Drittel der Wohnungen des Athletendorfs sollten an die Menschen hier gehen. Dazu gab es sogar ein Gesetz. Aber jetzt ist ja alles anders.
Viele hier kannten die Jugendspiele doch gar nicht. Aber für die Regierung kamen sie wie gerufen, um Immobiliengeschäfte zu realisieren. Heute wissen wir, dass dies keine Sozialwohnungen werden. Das werden sehr teure Wohnungen, die sich nur sehr wenige Menschen werden leisten können. Es ist unmöglich, dass von uns jemand das bezahlen kann. Es ist wieder ein Versprechen, das gegenüber den Menschen in der Vishavente gebrochen wurde. Sie kennen das.